Ja, Tag auch Leute und willkommen bei Boxen Extra. Kann man sagen. Ihr seht, ich habe mich getraut, die Live-Übertragung einzusetzen. Es hat funktioniert. Das Programm ist noch nicht abgestürzt. Ich freue mich. 1,5 Millionen Dollar für Mike Tyson gegen Muhammad Ali, der Jahrhundertkampf. Morgen bei mir live in Sun TV um 20 Uhr. Das ist natürlich ein absoluter Publikumsmagnet. Und wenn da nicht mindestens 4 Milliarden Menschen zugucken, dann bin ich sauer. Na gut, so viele werden es nicht werden. Ich habe ja auch, muss auch zugeben, nur die USA in der Abdeckung, also nicht weltweit. Und ja, die Musik wollte ich nicht ausmachen. Und ich habe nochmal nachgeschaut, auch in der Anleitung. Und zwar die Betty, die nette Dame, hätte ich meiner was Falsches gesagt, die ist natürlich auch an meinem Erfolg interessiert. Das heißt, die will natürlich nicht irgend so ein Schlappsack heiraten, sondern ich muss auch mit meinem Sender sehr erfolgreich sein. Deswegen hat die wahrscheinlich jetzt auch bei meinem letzten Geschenk nicht mehr so reagiert und fand die nicht mehr so toll. Auf gut Deutsch, ich muss mir noch bessere Sachen einfallen lassen. Das heißt, ich brauche bessere Filme, ich brauche besseres Programm, besser, besser, alles besser. Und dann wird sie mich irgendwann hoffentlich heiraten. Bessere Filme heißt gleichzeitig bessere Filme kaufen, weil die ich habe, die sind ja nicht ganz so gut. Und jetzt sehen wir mal hier, jetzt kommen auch die guten Filme langsam, nämlich Pretty Woman, den kaufe ich natürlich direkt. Jetzt habe ich schon. Oh, der kauft sich auch hier was. Es war einmal in Afrika. Oh, nee, das kann ich aber nicht zulassen. Das kann ich wirklich nicht zulassen. Da hat er ja nachher richtig gute Filme. Da muss ich gerade mal schauen, wie viel Kohle ich habe. Woher hat denn der PC so viel Geld? Das waren ja locker mal 800.000. Muss gerade mal schauen, ob ich heute noch Geld bekomme. Ich bekomme auch noch Geld, 660.000. Und ich mache das gerade ein bisschen langsamer. Mal sagen, Rainbow Arts morgen hier. Und Rainbow Arts da. Ja, aber heute sieht nach einem Grand Slam aus. Hier gewinne ich praktisch den ganzen Tag. Und ich werde ihm die Filme einfach wegkaufen. Auch wenn ich sie selber nicht brauche, Hauptsache er kriegt sie nicht. Dann kann er nämlich hier sich Live Aid kaufen und dann stürzt vielleicht auch bei ihm das Büro ab, der Computer. Und Star Trek ist eigentlich auch eine tolle Serie. Wobei Mord ist ihr Hobby ist eigentlich auch schon gut. Miami Vice ist natürlich noch besser. Die Schwarzwaldklinik. Ja, jetzt kommen langsam die richtig guten Serien. Ich weiß auch gar nicht, wie viel bei ihm jetzt. Oh Gott, Terra X, ja, da schaut natürlich keiner zu. Das hätte ich ihm auch schon vorher sagen können. Quo Vadis? Den kenne ich nicht, ehrlich gesagt. Wobei auch immer viele mal gesagt haben, dass man den mal schauen sollte. Full Metal Jacket. Ich glaube, ich kaufe den, den und den. Am liebsten würde ich den auch noch kaufen. Aber Full Metal Jacket schauen bestimmt nicht so viele zu, aber immerhin, ja gut, wenn er den geschickt sendet, dann schauen schon mal mehr Leute zu als vielleicht bei mir. Und ja, wenn ihr euch jetzt gerade fragt, was macht er denn hier? Ich warte einfach, ich möchte die Zeit vergehen lassen und kurz vor Ende kaufe ich mir einfach die ganzen Filme weg. Dann hat er keine Chance mehr, sich da irgendwie ein höheres Gebot abzusetzen. Ich überlege nur noch, ob ich noch Star Trek als Serie noch mitkaufe, weil Science Fiction ist eigentlich immer sehr beliebt. Ich meine aber, dass die Serie irgendwann schon mal von irgendjemand hier gesendet worden ist. Deswegen lasse ich das lieber. Nachher schaut da keiner zu und muss ja nicht sein. Jetzt ist gleich der Tag vorbei, würde ich sagen. Und jetzt kaufe ich gleich. Ich würde sagen, jetzt zack, zack. Und jetzt schnell den Aufzug blockieren. Na, wo fahren wir denn mal hin? Ich würde sagen, zum Pförtner. So, und jetzt hat er hoffentlich keine Chance mehr gehabt, mir den Film weg zu, mir die Filme wieder zu kaufen. Natürlich toll, wenn er morgen überhaupt gar kein Programm hätte. Ja, und ich habe noch genügend Geld für Nachrichten. Brauche ich mir also keine Gedanken zu machen. Und ich habe ja heute die Live-Übertragung mit Muhammad Ali und Mike Tyson. Da kann eigentlich nichts schief gehen. Ich könnte wieder mal ein Sammy gebrauchen, aber hier gibt es ja nur noch Sammy für Serien, die der Computer Gott sei Dank auch nicht dreht, sonst würde ich ja da auch einen Nachteil haben. Weg, weg, weg. Weg.
Gott, da kamen ganz viele Nachrichten noch. So, 6000. 6000. Und nochmal hier schweres Tankerglück vor der Küste Englands. Ah, das ist doch mal eine bunte Mischung. Aus jeder Rubrik etwas. Und oh, ich fahre schnell zur Werbeagentur. Oh nee, da ist er schon drin. Na komm. Los, los, los. Da. Jetzt hat er mir bestimmt die 10 Millionen Sachen weggekauft. 5. Ne, da ist Atari. Nehme ich mit. Und Nike ist auch wieder da. Nehme ich auch mit. Ja, da lasse ich nichts mehr anbrennen. Vielleicht sollte ich auch gleich mal nach Filmen gucken. Ach, mache ich nachher. Es rennt ja nicht weg. So, jetzt machen wir ein bisschen flotter hier. Was haben wir hier? Jetzt muss ich bezahlen. Wahrscheinlich auch für die Werbung. Ja, 15.000, 10.000, 10.000. Ja, okay, musste ich machen. Dafür habe ich ja dann bessere Werbung bekommen. So, Cariodent, Nike. Ja, machen wir Cariodent. Also das ist jetzt mit Abstand mal eine Sache, die sich eigentlich nicht rentiert hat hier, diese Live-Übertragung. Ich mache hier, krieg 400.000 und habe 1,5 Millionen bezahlt, aber dafür werden da halt so viele Leute zugucken. Mal schauen, wie es wieder aussieht. 34 zu 4, ja, gewinne ich. Und danach kommt ja eigentlich erstmal eine Premium-Serie, nämlich Magnum. Ich würde auch sagen, Magnum machen wir gleich wieder morgen rein. Und auch wieder Mord ist die Hobby. Ja, machen wir wieder so. Und jetzt habe ich hier Letzte Kaiser. Das war einmal in Amerika. Ich glaube, das versuche ich mal. Dann machen wir hier, warte mal, machen wir Magnum hier oben hin. Und hier jetzt noch ein toller Krimi. Dieses Suspect, würde ich mal sagen. Oder The Untouchables. Oh ja. Oh. Ah! Also. So und Magnum. Okay. Kann ich eigentlich auch gleich mal die Werbung reinmachen. Da dürfte eigentlich nichts passieren, beziehungsweise hier unten erstmal auffüllen. Also machen wir mal ein. Ach, ich habe gedacht, ich hätte Camel auch gekauft. Nee, Camel gab es glaube ich gar nicht. Nike. Und Nike. Ich würde sagen, hier ist das gleiche. Atari. Ey. Und nochmal. Atari. So, gleich geht's los, Leute. Gleich könnt ihr euch schon freuen auf die... auf Boxen. Boxen live. Ich bin schon ganz aufgeregt. Was machen die eigentlich, wenn jetzt der Kampf nach der dritten Runde vorbei ist? Dann schaut ja keiner mehr zu bei mir. Ach, das wird nicht der Fall sein. Die werden sich da bestimmt ein bisschen länger behaken. Jetzt habe ich die Nachricht nicht erneuert. Ach, egal. 12 Millionen. Komm, mindestens mal 20 Millionen. Und, boah, 33,9 Millionen. Und da geht schon los. Der Jahrhundertkampf. Ich wünsche euch viel Spaß beim Boxen. Hier unten. Und ja, das hat sich richtig gelohnt. Das hat sich so richtig gelohnt. Da kann ich eigentlich gerade mal noch in die Dings gehen hier, in die Filmagentur ein bisschen gucken nebenbei. Ja, und da hat hier auch der Kollege keine Chance. Mensch, da fliegen die Fäuste aber ganz schön hier. So, ah, da hat sich schon der Neue hier, nachdem ich ihm gestern die Filme gekauft habe. Nachrichtenfieber, der mit dem Wolf tanzt. Total Recall finde ich ja gut. Den werde ich mir auf jeden Fall kaufen. Und ihm werde ich die Filme wieder wegkaufen, wie sich das gehört. Dass er ja keine guten Filme bekommt. Ich glaube, das ist echt wichtig. Und das Dallas hier, ich glaube, Dallas ist die teuerste Serie im Spiel. Über 2 Millionen. Das ist echt eine Menge. Aber 31,2 Millionen Zuschauer, Mensch. Und die sehen jetzt alle gleich den Knockout wahrscheinlich.
beziehungsweise keine Ahnung, was wie der Kampf dann wirklich ausgeht. Ja, wie gesagt, die Filme hier, die muss ich dann nachher wegkaufen, wieder kurz vor Ende. Und ja, ich denke mal, ich könnte eigentlich nochmal ein bisschen was Richtung neuem Sender machen. So ein bisschen was geht ja noch. Oder vielleicht mal so einen Satelliten kaufen. Wobei, ein Satellit ist eigentlich schon ein bisschen zu viel. Ich schaue eher mal, dass ich dann noch vielleicht einen kleinen Sender dann bekomme. Hier irgendwo. Gucken, wie der andere hier. Oh, der andere hat auch relativ viel. Schauen wir mal gerade. Ah, der hat 26,7 Millionen. Also noch lang nicht so viel wie ich. Und ja, ich glaube, der Kampf ist gleich zu Ende. Und dann ist auch für heute die Folge schon zu Ende. Und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Auch ohne Boxen. Bis dann.